das Weserstadion in Bremen, Herz dieser fußballverrückten Stadt. Die Erfolge in letzter Zeit eher rar gesät. Deshalb ist dieser Titel aus dem Jahr 2004 immer noch so präsent. Sind die Helden von damals immer noch so präsent? Walayer Ismail war Teil dieser außergewöhnlichen Mannschaft. Wale war ja vom ersten Tag an, hat man gemerkt, dass er, als er hier war, er wollte sich einbringen, er wollte ein fester Bestandteil sein. Also nicht einfach nur mitlaufen, sondern er hatte sich ganz, ganz viel vorgenommen gehabt. Die Zeit unter Thomas Schaaf hat die Art und Weise, wie Ismail den Fußball sieht, den Fußball denkt, enorm geprägt. Werder damals der Zeit voraus, vor allem was die Spielweise der Innenverteidiger angeht. Schaaf erkennt die offensiven Stärken von Ismail und fördert sie. Wale wussten wir, dass er in der Defensive natürlich ein sehr kompakter Spieler ist, ein sehr resoluter Spieler ist. Und auf der anderen Seite wussten wir aber auch, wenn er mal die Kugel trifft, da kommt ein ganz schöner Wumms bei raus. Und das eben auch auszunutzen, nach vorne mal mitzugehen, auch seine Kopfballstärke dort einzusetzen, eben oder die Schusstechnik einzusetzen, war ein großes Plus. Auch Frank Baumann erinnert sich gerne an seinen offensiv starken Kollegen. Wale war da schon was Besonderes und ich kann mich jetzt heute auch so in der Form, ne, so durchs Mittelfeld zu marschieren als Innenverteidiger und dann vorne auch die Abschlüsse zu haben, glaube ich, da gibt es auch heute wenig Innenverteidiger, die es so in der Form interpretieren. Da sind, wurde der eine oder andere schon mal aus dem Weg geräumt, wenn er da mit seinen langen, dünnen Beinen und Armen irgendwie losmarschiert ist, dann war es schwer, ihn aufzuhalten. Wahnsinn! Wahnsinn! Es ist der 8. Mai 2004. Werder hat vor wenigen Stunden in München gegen die Bayern den bislang letzten Meistertitel fixiert. Die Mannschaft wird euphorisch am Flughafen empfangen. Es sind Momente für die Ewigkeit, die Ismail, Baumann, Schaaf und all die anderen niemals vergessen werden. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist ganz, ganz schwierig, ganz viel davon behalten zu können, weil so viel so schnell passiert. Und ich habe eigentlich immer so versucht, mir so ein bisschen so wie so ein Fotoapparat, so ein paar Bilder zu schießen quasi und mich daran zu orientieren, daran festzuhalten. Mit all den Emotionen, das ist unbeschreiblich. Also schwer, ich glaube, schwer zu erklären und schwer mitzuteilen. Ich glaube, das muss man erlebt haben und jeder, der dabei war, wird das nie vergessen, bin ich sicher. Das Eisen, im sogenannten Viertel der Ausgehmeile der Stadt, ist seit jeher Treffpunkt der Werder-Fans. Auch hier erinnert man sich natürlich gerne an diese Zeit. Thomas Schaaf ist Legende, aber auch Ismail ist unvergessen. Wenn man so als, eher so als Sozialromantiker ins Thema Fußball hineingeht, dann möchte man eigentlich auch diese Fußballer gleichzeitig als Mensch respektieren oder sogar schätzen können. Und das hat Ismail eigentlich immer ausgestrahlt, dass man sagt, das ist eine reife Persönlichkeit, einer, der offenes Herz hat und auch einen wachen Verstand hat. Damals in München am 8. Mai 2004 da im Stadion zu stehen und ihn mit all seinen Mitspielern in unserer Kurve jubeln zu sehen, das Bild ist so präsent für alle Zeiten und das hat ihn für alle Zeiten unser Herz geschlossen. Beim LASK läuft es für den Trainer Ismail jetzt richtig gut. Aber der Weg dorthin war gar nicht so einfach. Die Zeit in Wolfsburg und Nürnberg schwierig. Lehrjahre, könnte man sagen. Wie kann man das, was man selbst eigentlich sieht, wie kann man das rüberbringen und wie kann man es umsetzen? Am liebsten, bin hundertprozentig sicher, der wäre am liebsten selbst auf den Platz raufgerannt und hätte erstmal für Klarheit gesorgt. Ja? Aber Das geht halt nicht. Und die Frage ist immer, was nimmst du mit für dich? Es ist immer die Frage, was nimmt man mit? Aus Bremen sind es in jedem Fall Freundschaften fürs Leben, Erfahrungen und Erinnerungen, die Walayer Ismail niemand nehmen kann. Für immer Weserstadion.